Die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit dem Königlichen Heer der Niederlande soll eine neue Stufe erreichen. Wie der Tagesspiegel berichtet, haben sich der deutsche Heeresinspekteur Alfons Meis und sein niederländisches Pendant Martin Weinen auf eine sogenannte Tiefenintegration geeinigt. Konkret bedeutet das, die Zahl an Austauschoffizieren wird erhöht, Vorschriften werden weiter angeglichen, damit der Mechaniker des einen auch am Gerät des anderen Landes herumschrauben darf. Außerdem sollen künftig öfter identische oder kompatible Landsysteme gekauft werden, um die Interoperabilität der beiden Heere weiter zu verbessern. Doch die größte Neuerung liegt wohl darin, dass zum 1. April auch die 13. Leichte Brigade des niederländischen Heeres in die 10. Deutsche Panzerdivision eingebettet wird. Die Bundeswehr und das niederländische Heer kooperieren schon seit vielen Jahren sehr eng miteinander. Mit der tiefen Integration sollen jetzt die großen Gefechtsverbände der deutschen und niederländischen Landstreitkräfte vollständig zusammengeführt werden, so ein Sprecher der Bundeswehr.